jetzt sage. Luke hier. Minus 1, nun bei 0. Hä? Ich verstehe es nicht. Oder ist es einfach wegen dem Ding hier? Ich nehme das nochmal kurz weg. Plus 5 zur Höhenstärke der Basis addiert. Nummer plus 5. Okay, jetzt geht das Wasser langsam raus. Okay, hä, aber nur weil ich da dieses Tauchding hab stehen gehabt? Was macht gar keinen Sinn. Gut, ich meine, wir haben es wieder hingekriegt, aber hä? Warum? Muss ich sonst... Muss ich das sonst weiter wegbauen? Liegt das damit zusammen? Ich probiere es nochmal. Wenn ich das Ding jetzt... keine Ahnung. Ich baue das jetzt einfach mal... Tauchdock. Mal hier hinten, hier vorne hin. Minus 5 zur Höhenstärke, Nummer plus 5. Okay, das ist jetzt erstmal kein Problem gewesen. Merkwürdig. Oh, ist das merkwürdig. Okay, jetzt die Frage, wie komme ich denn jetzt hier rein? Es muss doch irgendeinen Grund, also irgendeinen Sinn haben, dieses Teil. Muss ich hier nochmal eine separate Luke dran bauen? Hier oben vielleicht? Ich probiere mal mit der... Ich meine, das Ding ist ja... Dock für Fahrzeuge mit hohem Bedarf an Energie und Hüllenstärke. Kann ich dann hier reinfahren mit? Vielleicht von unten da rein? Oh ja. Aber das passt doch gar nicht. Ich fahre ja immer nur gegen. Ich mach das ja nur kaputt. Okay, jetzt weiß ich aber, wie man reinkommt. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Okay, ja, wir müssen erst mal dieses komische Sauerstoffding oben drauf bauen. Außenelemente, meine Luftpumpe. Und wahrscheinlich auch, Solardinger. Damit wir da drin Licht haben. Da wollen wir mal 2 Quarz. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich teste halt gerade noch. Nein. Ah, jetzt habe ich nur 1 genommen. So. So, Nummer 1 und Nummer 2, dann das Solarding. System im Betrieb, schön. Gut. Und was mache ich jetzt hier? Wofür ist das da? Was mache ich hier mit? Hä? Ein Tauchdock.
Dock für Fahrzeuge mit hohem Bedarf an Energie und Hüllenstärke. Ich nix verstehen. Aber gut. Bestandteil unbekannt. Wärmekraftwerk. Warum? Ich konnte doch schon Wärmekraftwerk bauen, oder nicht? Ach so, okay. In einem Tauchdock einbauen, um angedockte Fahrzeuge aufzurüsten. Okay. Das Ding muss ich also hier bauen. Ah, okay. Und dann kann ich quasi von außen wahrscheinlich, wenn ich das jetzt hier hinbauen würde, könnte ich das dann von außen nutzen. Oder? Ich meine, ich kann es gerade eh nicht bauen. Also von daher nicht so dramatisch, aber ich muss ein bisschen, das ist echt interessant, sagen wir mal so. Was es alles für Möglichkeiten gibt. Befestigte Luftmolleiter, Bioreaktor. Ich meine, ich würde das ja gerne mit meiner Hauptbasis irgendwie verbinden, aber das ging ja leider nicht. Na gut. Leuchtfackelöl, Schwefelauftriebskörper haben wir nicht gemacht. Persönlichen Auftrieb, na gut. Das ist alles nicht so wichtige Dinge. Das Luft in die Leitung pumpt, dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Okay, da kann ich Leitungssysteme bauen. Ich verstehe. Du kannst es wohl nach dem Strom anbauen, so mit Röhren verbinden. Okay, ja. Ja, stimmt. Könnte man machen. Die Andockbucht kann man dann. Kann mit anderen Modulen an ihren 6 Seitenpanels erweitert werden. Okay, aber eine Andockbucht haben wir ja noch gar nicht. Na, wir gucken mal. Momentan funktioniert es ja auch so. Übergangsweise. So, dann die Seemotte, soweit klar. Wie kann ich das Ding eigentlich reparieren, frage ich mich. Ach, echt? Okay, warte mal, da muss ich noch mal eben kurz gucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gerade erstmal sage ich gar nichts. So. Hä? Wo ist er hin? Ist er weggeschwommen? Okay. Gut, wenn ich jetzt also sage, ich dock hier was an. Das ist mein Essen! So, jetzt schwimmt er weg. Ach, hier ist auch noch einer. Hä? Ist er jetzt schon wieder? Da. Ich will den jetzt endlich wegkommen. Aua. Naja. Okay, ich glaube, das war's. Der ist weg. Schön. So. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Okay.
Ja gut, wenn das da so steht. Warum haben wir eigentlich im Moment immer so viel Pech mit diesen Viechern? Ist der tot? Ich glaube, der ist tot. Okay. Ja, dann haben wir beide erledigt, die hier waren. Die regenerieren also scheinbar nicht Lebensenergie. So, nächster Versuch. Nein. Ah, okay, ich glaube, und jetzt komme ich dann. Ah, alles klar. Okay, geht also doch. Das heißt, ich mache da mal Folgendes. Das mache ich nochmal weg. Das war jetzt nur zum Testen. Und dich mache ich auch erstmal wieder weg. Dann. Achso, ich muss dann erstmal die Dinger hier wegmachen. So, also, ich habe ja noch ein ich kann ja noch mal hier ein Fundament hinbauen. Das kostet 2 Blei, ein Fundament. Oh. Das wollte ich gar nicht. 2 Blei, Alter. Okay, ich habe noch eins hier drin. Dann baue ich erst nochmal hier so ein Teil hin. Und im Prinzip würde ich dann nämlich hier rechts dann dieses Tauchding hinbauen. Dann quasi von hier aus dann direkt da reingehen. Jetzt habe ich nur kein Blei mehr dafür. Ich habe noch ein einziges Blei. Das ist doof. Mann. Ja, auch das kriegen wir noch hin. Komm, Salz war ja auch hier drin. Warum habe ich die ganzen Sachen hier reingenommen? Ach so, die waren ja für das Moped gewesen. Das. Dann packen wir hier nochmal Quarz rein. Und hier haben wir noch Diamant und Rubin, packen wir auch mit hier rein. So. Das Reparaturding brauchen wir auch gerade nicht. Achso, ich wollte nochmal gucken, ob wir mit dem Teil auch unsere Seemotte reparieren können wieder. Ein paar Meter wegfahren. Oh, es geht. Sehr schön. Dann sollten wir das Ding vielleicht doch ab und zu mal mitnehmen. Gerade wenn wir mal ein paar Meter weiter weg sind. Okay. Er möchte wieder ein bisschen was trinken. Vital signs stabilizing. So, zwischendurch mal wieder speichern. Haben wir denn sonst noch was zum Craften? Oder können wir mal wieder eine kleine Tour machen? So, vielleicht nochmal eine Kleinigkeit. Ich mache mir nochmal eben was zu essen. Dass wir nicht nachher wieder abbrechen müssen, war. Wo ist denn? Ach, da unten mittlerweile. Oh, der schwimmt hier immer noch, der Tote. So, den kochen wir uns einmal.
Und den Stielauge. Ja, ein bisschen Flüssigkeit gibt das auch. Aber nichtsdestotrotz, ein Püllchen Wasser nehme ich trotzdem mal zur Sicherheit mit. So viel Inventarplatz muss sein. Auf der anderen Seite diesen Strahlenschutzhelm kann ich doch eigentlich hier lassen. Den packe ich mal hier rein, den brauche ich ja gerade nicht. Und ich will auf jeden Fall noch mal ein paar Diamanten finden. Dann könnten wir uns nämlich dieses Ding einmal bauen. Und was brauche ich hier für Lithium? Brauche ich auf jeden Fall. Dann kann ich nämlich das Frachtmodul an den Teil dran bauen. Dann können wir nämlich in Zukunft noch mehr sammeln. So, und wir haben hier unten die Quickbar auch noch wieder bei dem Teil. Aber ich glaube, das können wir erst dann nutzen, wenn wir... Oh, Entschuldigung. Wenn wir die Erweiterungsdinger gebaut haben. Wir müssen auf jeden Fall runter. So viel kann ich schon mal sagen. Ich fahre mal wieder da hinten in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob ich bis ganz da hinten hin muss. Vielleicht kann ich vorher schon anhalten. Aber auf jeden Fall etwas weiter runter. Und da war ja glücklicherweise auch weniger von diesen Viechern gewesen, ne? So, hier runter. Dann hoffe ich mal, dass wir hier wieder Schiefer finden können. Zumindest ein bisschen. So, jetzt bin ich fast auf der kritischen Höhe. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ein bisschen aufpassen. Hier sind halt immer diese Brocken, aber ich kann die nicht abbauen. Das ist voll doof. So, und da ist dann wieder dieses große Teil, was wir vorhin schon mal gefunden haben. Kann ich eigentlich vielleicht hier mit so einem Messer? Zum Abbau dieser Ressource eine Spezialausrüstung notwendig. So, noch mehr Salz. Salz lasse ich diesmal liegen, weil wir haben echt genug Salz. Das ist nix. Boah, ist aber auch sehr karg einfach hier unten, ne? Also ab und zu ein bisschen Salz, ja, aber... Ansonsten ist hier wirklich nicht viel, ne? Oh, da ist wieder ein Rubin, den nehme ich mit. Hier sind noch mehrere Rubine. Die wachsen da so gerne an diesen Abhängen. Hallo. Ja, nice. Ein Diamant wieder gefunden. Ist hier sonst gerade noch einer? Sieht nicht so aus. Gut. Wir fahren etwas weiter.
mich, ob ich da halt unten Sachen finden kann. Stopp! Habe ich was übersehen? Zurück. Okay. Okay, ich mach das schon. Rechts an der Wand. An dieser hier? Ah, stimmt. Vielen Dank. Tatsache. Ein Lithium. Ja, nice. Das ist das, was wir brauchen, um dieses... um noch etwas Lagerplatz zu bauen. Schön. Oh, da unten ist das Ding, da will ich aber bewusst nicht hin. Lithium, Blei. Oh, ich brauche Blei. Ich könnte abbauen. Kalkstein. Achso, ja gut, vielleicht haben wir ja Glück und haben ein bisschen Kupfer drin. Titan. Ich leg mal eben Taschenlampe wieder auf die... Ich mache mal auf die 4 gerade. Habe ich hier sonst noch irgendwo was? Scheint gerade nicht so zu sein. Hier noch ein bisschen Kalkstein. Schon wieder mit Titan. Ganz ehrlich, Titan brauche ich nun wirklich nicht. Also Titan kriege ich echt wie Sand am Meer. Wir brauchen zwar auch sehr viel Titan für alles Mögliche, aber den Titan kann ich auch zur Not bei mir vor Ort sammeln. Okay, hier sind nochmal wieder ein paar... Erz, schön. So, Schiefer. Auch Gold. Na gut. Gold brauchte ich jetzt eigentlich nicht so sehr. Nur Kupfer. Kupfer ist gut. Ich gebe hier auf die Taschenlampe. Was ist das denn hier? Sehr interessant aus hier. Titan. Bisschen Kupfer. Freue mich schon, wenn wir irgendwann hier runtertauchen können. Momentan würde ich mich jetzt nicht unbedingt noch tiefer als 200 Meter begeben wollen. Auch allein wegen Sauerstoff schon. Wenn wir nämlich hier oben unsere Motte haben. Ich finde hier sehr viele von diesen Kalkstein-Dingern. Wirklich sehr viele von diesen Kalksteindingern. Und die meisten ist zwar nur Titan drin, aber... Welcome aboard, Captain. Oh, hier. Oh, guck mal, da ist wieder Schiefer. Diesmal habe ich ihn gesehen. Diamant, schön. Oh, das ist Salz, was da liegt. Da ist noch Schiefer. Wieder ein Lithium. Ist gerade so Krümel aufsammeln einfach. Aber gut, ich hoffe mal, dass wir bald... irgendwas bauen können, womit wir auch diese großen Brocken kaputt machen. Und dann kriegen wir da hoffentlich mal direkt 20 Stück auf einmal raus. Oder zumindest 10, irgendwie sowas. Das wäre wirklich sehr, sehr formidabel. So, hier sehe ich doch wieder etwas Schiefer. Lithium. Nur aufpassen, nicht zu gierig zu sein.
dass ich nachher in irgendwelche Gefilde vorstoße, die für mich dann eher kontraproduktiv sind. Augenstängel. Das ist wieder so ein fetter Brocken. Wo ist denn, da ist meine Seemotte. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu weit von ihr wegschwimme. Nachher schaffe ich es nicht rechtzeitig zurück. Okay. Ist gerade sehr komisch runtergedreht. Ist noch ein Vorkommen? Es ist hier gerade sehr dunkel. Ich hoffe, jetzt greifen mich nicht gleich wieder irgendwas Böses an. Irgendwas ganz Großes. Der dicke Klumpen. Einer von den dicken Klumpen zumindest. Der dicke Klumpen. Warning. Maximum depth reached. Ja, es gibt. Entschuldigung. Muss ich ein bisschen auf Distanz gehen. So ein bisschen gucken, ob wir Schiefer sehen. Aber was, ne? Also da sehe ich wieder Kalkstein. Ich will deswegen einen Kalkstein jetzt nicht rausschwimmen. Cedric! Grüß dich! Ich hoffe, bei dir ist auch soweit alles in Ordnung. Was ist denn das? Ist da was drin? Ich schaue mir das mal ein bisschen an. Das ist Salz. Salz. Salz brauche ich nun wirklich nicht. Hier sind diese Augenstängel, aber was sind Hände? Grundsätzlich hätte ich auch nichts dagegen, so ein bisschen Schiefer zu finden. Ich habe Angst, dass ich nachher irgendwas ganz anderes finde. Oder dass mich etwas ganz anderes findet. Diese komische rote Pocke hier, rote Wiege. Die bringt mir überhaupt nichts. Ich bleib mal hier lieber Richtung bei meiner Seemotte. Ach Mann, diese schönen Kristalle. Ein Riesenquarz. Du brauchst spezielle Abbausachen. Ja, okay. Aber es ist echt erstaunlich, dafür, dass wir in so einer Tiefe sind und bei uns ja wirklich zugespammt werden mit diesen ollen Pirschern, ist es doch jetzt hier recht angenehm. Also sehr still, sehr ruhig. Vielleicht hätten wir hier bauen sollen. Okay, das war mein persönlicher Fehler. So eine Seemotte zu fliegen, das ist nicht leicht, ne? Also, bevor jetzt irgendjemand darüber urteilt, wir sind dessen schwer so ein Klumpatsche. Da kleben überall Kalksteindinger dran. Das ist sehr schön, aber ich brauche Schiefer, nicht Kalkstein. Slalom fahren hier. Und irgendwann macht es einfach nur noch Haps und dann bin ich weg. Boah, das ist so unheimlich hier unten. Ein bisschen nach oben. Ich frage mich, auf welcher Tiefe wir grundsätzlich Schiefer finden können. Also jetzt sind wir ja schon wieder auf ungefähr 130 Meter hoch. Muss wahrscheinlich wieder einen Tacken runter.
Oh, wow. Okay, hier geht es sehr tief runter. So tief kann man eine Motte nicht. Noch nicht. Wie ist denn das? Ist das Schiefer? Warum habe ich zwei Scheinwerfer? Achso, weil ich ja zwei Scheinwerfer habe. Ja. Oh, aber nur mit Gold drin. Na toll. Da vorne liegt auch noch was. Da liegt noch mehr Schiefer. Ich habe noch 5% Taschenlampe. Energie. Ja, sehr schön. Noch ein Diamant. Okay, es sieht sehr nice aus. Ich glaube, es wird langsam wieder hell.